Herzliches Grüß Gott bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen. In Rankweil entsteht die modernste Waschanlage Österreichs. Startschuss für Radios Fahrradwettbewerb 2016. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport sowie Wetterinformationen. In Rankweil wird derzeit fleißig gewerkelt. Direkt gegenüber der Werkstatt entsteht die modernste Waschanlage Österreichs. Wir haben uns auf der Baustelle umgeschaut. Seit rund einem halben Jahr laufen die Bauarbeiten bei der modernsten Waschanlage Österreichs in Rankweil. Diese Woche ist es soweit. Das Herzstück der Anlage, die Waschstraße, wird verbaut. Wir müssen heute erstmal 5 LKWs abladen. So groß ist die Waschanlage. Und dann wird nach und nach die Waschstraße gebaut. Wir fangen an mit der Kettenbahn und dann die Maschinen nach und nach einbauen, den Technikraum aufbauen, alles verrohren. Und wir bauen alles aus Edelstahl für die Zukunft. Herr Oberscheider baut sehr nachhaltig und hier wird nur das Beste verbaut. Der Aufbau der Waschstraße dauert ca. 5 Wochen und ist weltweit gesehen auf dem höchsten Standard. In Österreich ist es die erste Indoor-Waschanlage überhaupt, die in dieser Form gebaut wird. Es ist alles in Edelstahl, das heißt, es ist nachhaltig und die beste Qualität, was es zurzeit gibt. Und das ganz Besondere ist, dass wenn Sie bei uns die Auto waschen, dass man nachher 30 Staubsauger in der Halle drin hat, die man gratis benutzen kann. Und im Außenbereich haben wir eine SB-Anlage, die mit modernster Technik bestückt ist, wo nachher 6 Staubsauger sind für die SB-Wäscher. Und das Interessante ist an dieser Anlage, wir sind da auf einem total ökonomischen Trip. Das heißt, wir haben eine Wasseraufbereitung, die das komplette Wasser recycelt. Wir haben 120.000 Liter Wasser, wo wir da immer durchschießen. Und da werden pro Fahrzeug 800 Liter Wasser verwendet und nur 38 Liter Frischwasser. Also der ganze Schmutz, der da entsteht, fangen wir auf und tun das entsorgen. Und das wird wieder verwendet. Also es ist ein komplettes nachhaltiges Recycling-System vorhanden. In Rankweil entsteht also eine topmoderne, ökologische und nachhaltige Waschanlage. Ab dem 7. Mai kann man sich dann selbst davon überzeugen, denn dann öffnet die erste Indoor-Waschanlage Österreichs in Rankweil ihre Tore. Bis Ende April wird also noch ordentlich gewerkelt in Rankweil, damit pünktlich eröffnet werden kann. Bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages. Am Donnerstag präsentierte die Vorarlberger Polizei die Kriminalitätsstatistik 2015. Die Kriminalität ist im Vergleich zu 2014 rückläufig. Ja, das ist für uns nicht überraschend, wenn man die Entwicklung des heurigen Jahres von Anfang an verfolgt hat. Die Zahlen sind zwar nicht nur die Gesamtzahlen sind rückläufig, sondern auch in den verschiedenen Bereichen, sei es Delikte, wo es ums Vermögen geht oder wo es um die körperliche Unversehrtheit geht. Überall sind die Zahlen rückläufig. Also entgegen der öffentlichen Wahrnehmung, wo man das Gefühl hat, das subjektive Sicherheitsgefühl geht zurück, die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Wir hatten sehr gute Erfolge Anfang der Einbruchssaison. Da haben die Kollegen vor Ort sehr gute Arbeit geleistet. Es ist sehr erfreulich, wenn man sagen kann, dass im Vergleichszeitraum zum letzten Jahr um 50% weniger Delikte stattgefunden haben. Und erfreuliche Nachrichten aus dem Hause Getzner Werkstoffe in Bürs. Mit einem Gesamtumsatz von 77,9 Millionen Euro im Jahr 2015 setzte der Experte für Schwingungs- und Erschütterungsschutz seinen Wachstumskurs weiter fort. So wurde die Marktpräsenz in einigen Ländern gezielt verstärkt. Auch der amerikanische Markt werde weiterhin intensiv bearbeitet. Projekte in Kanada, Ontario wurden bereits umgesetzt. Auf die Räder, fertig, los, heißt es ab Freitag wieder in Vorarlberg. Grund dafür ist der Radius Fahrradwettbewerb 2016. Dieser findet vom 18. März bis 30. September hier bei uns im Ländle statt. Mitmachen kann jeder, alle Informationen dazu gibt's jetzt.
15% aller Wege werden in Vallberg derzeit mit dem Fahrrad zurückgelegt. Diese Zahl soll sich bis zum Jahre 2020 um 5 Prozentpunkte auf 20% erhöhen. Das Fahrrad als Alltagsvehikel zu gebrauchen, ist die Devise und deshalb erfreut sich auch der Radius Fahrradwettbewerb zunehmender Beliebtheit. Also es geht einfach darum, möglichst viele Menschen anzuregen, mit dem Rad zu fahren, Kilometer zu sammeln. Vereine, Betriebe, Privatpersonen, verschiedene Einrichtungen. Da gibt es am Ende dann Preise zu gewinnen. Das ist inzwischen ein wirklicher Wettbewerb geworden. Wer sammelt am meisten Fahrradkilometer? Und das Schöne daran ist, die Leute merken, ich mache bei einem Wettbewerb mit, kann vielleicht etwas gewinnen und tue auch noch etwas für die Gesundheit. Und Radfahren ist in Vorarlberg inzwischen wirklich eine Alltagsbetätigung geworden. Wir haben ganz viele Menschen gewonnen, die mit dem Rad zur Arbeit fahren, weil es auch so ist, dass bei uns im Land die Strecken kurz sind, bewältigbar sind und es attraktiv ist, auf einem Radwegenetz von 800 Kilometern das auch zu nutzen. In die Pedale treten, was das Zeug hält, ist bis September wieder angesagt. Egal ob zur Schule, zur Arbeit oder in der Freizeit. Beim Radius Fahrradwettbewerb kann jeder mitmachen. Das Energieinstitut koordiniert die ganze Sache oder man kann sich auch beim Land melden, das ist überhaupt kein Problem. Wenn man als Verein oder als Unternehmen mitmachen möchte, ein paar Leute zusammenfängt, das ist dann ein interner Wettbewerb auch in der Firma, wer schafft es am meisten Kilometer zustande zu bringen. Und da gibt es inzwischen Einrichtungen, die sammeln dann 200.000 Kilometer pro Jahr, das ist dann schon einiges. Ich kann nur anraten, mitmachen, macht Spaß, hält gesund und man kann schöne Preise gewinnen. Über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden auch in diesem Jahr wieder am Fahrradwettbewerb teilnehmen und haben nicht nur die Chance, tolle Preise zu gewinnen, sondern sich auch über eine gesteigerte Lebensqualität, eingesparte Treibstoffkosten oder eine bessere Gesundheit zu freuen. Genau deshalb hat etwa die Raiffeisen Landesbank ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls zum Mitmachen animiert. Ja, wir betrachten es als Vorarlberger Raiffeisenbanken wichtig, das Thema der Energieautonomie des Landes zu unterstützen. Und ein kleiner Beitrag dazu ist natürlich das Radfahren und das umweltgerechte sich fortbewegen. Und wir möchten das ganze Thema auf zwei Ebenen auch handhaben, indem wir einerseits die Öffentlichkeit dafür mithelfen zu sensibilisieren, aber andererseits auch unsere Mitarbeiter, über 1200 Mitarbeiter in den Vorarlberger Raiffeisenbanken, die wir sensibilisieren möchten für dieses Thema. Und deshalb eigentlich ein ideales Feld für uns. Die Anmeldung für den Radius Fahrradwettbewerb funktioniert unter anderem über eine App. Alle Infos dazu gibt es auf www.fahrradwettbewerb.at. Soweit zum Radius Fahrradwettbewerb und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. Im Jahr 2015 sind die Anzeigen gegen Strafdelikte in Vorarlberg zumindest innerhalb der vergangenen 10 Jahre auf einen Tiefstand gesunken. Und mit einer Aufklärungsquote von 57% lag die Vorarlberger Polizei österreichweit einmal mehr an der Spitze. Berührende Ausstellung im neuen Projekt im Vorarlberg Museum in Bregenz steht das Berühren im Vordergrund. Und jetzt ist es fix, in den nächsten 8 bis 12 Wochen werden 50 Flüchtlinge eine ehemalige Lagerhalle in der Bludenzeck-Hallenbrunner Straße beziehen. Die Halle wurde in den vergangenen Monaten in Eigenregie von IR Wohnbau zu einem Asylquartier umfunktioniert. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Wenn das Wetter so bleibt, ist morgen wie heute. Schöne Grüße vom Kirchberg im Silbertal. Und wie das Wintersportwetter die nächste Tag wird, das sage ich jetzt. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 1 und 8 Grad. Der Wind weht mit 10 km/h aus Süd-Südost. Das ruhige Hochdruckwetter geht weiter und bringt Sonne pur im Ländle. Wolken sind den ganzen Tag so gut wie keine zu sehen. Anfangs ist Hochnebel am Bodensee, im unteren Rheintal und stellenweise im Brienzer Wald nicht ausgeschlossen. Dieser löst sich jedoch bald auf. Nachmittags wird es frühlingshaft mild. Am Samstag bleibt das Wetter unverändert. Noch einmal wird es strahlend sonnig, oft auch wolkenlos. Nachmittags bleibt es mild. Die 0-Grad-Grenze liegt knapp über 2000 Meter. Der Sonntag bringt erneut Sonnenschein und milde Temperaturen am Nachmittag. Es sind ein paar Wolken zu sehen und auf den Bergen ist mäßiger Nordwestwind spürbar. Die Woche beginnt wolkig bei Temperaturen von 2 bis 7 Grad.